So, und weiter geht's mit der nächsten Runde. Heute Level-Ziel, ja, mal schauen, keine Ahnung. So viel wie möglich. Einfach so viel wie möglich. Oh, hä? Haben wir gerade fast one-hitted? Ne, okay, never mind. Genau, wir aktivieren einfach unsere Power-Ups wieder. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Warum ist der so low-life? What the fuck? Wie viel das wir gerade aktivieren sollten, wenn man es irgendwie so zwischen 8 und 40 Minuten abliest. Die restliche Zeit nutzen wir vielleicht für Dramnok oder so, keine Ahnung, einfach dann. Ja, und Sets-Farmen. Sets-Farmen ganz wichtig, Schmuck-Farmen ganz wichtig. Alles Mögliche, was wir machen müssen. Genau, ist Upcut. Upcut ist noch wichtig. Irgendwas mit MP. MP wichtig. Oh Gott, was haben wir sonst noch alles? Ach lol, wir können die AOEen. Oha. Ja, okay, das ist natürlich dann geil. Genau, Party ist. Ja, lol, okay. Oh Mann, die XP. Die XP, das ist einfach komplett verrückt. Lol, es ist halt so broken einfach. Komplett in jeder Hinsicht. Also, ich habe vorher mit. Wie hieß er? Ich glaube, Arcanist hieß in der letzten Season. Oh Leute, da ist ein World Boss. Ich glaube, die waren ziemlich krass, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Also, weil wir da in der letzten Season Psykeeper gespielt, Season 10, glaube ich. Oder Homiente oder so, glaube ich, heißt der im Discord. Auf jeden Fall, der meinte so, Psykeeper auch im Late Game ist dann richtig broken. Und hat einfach zwei bis dreimal so schnell gelevelt als mit Samele. Ich weiß nicht, ob es wirklich so krass ist. Ich habe es noch nicht gespielt, aber er hat so ein bisschen grob erklärt, dass man halt zum Beispiel mit diesem Mentalist-Skill, der diesen Dot macht, diesen Damage over Time, dass man einfach diese großen Viecher dann einfach one-hitten kann damit. Also effektiv one-hitten halt mit dem Dot, wie gesagt. Und ja, das soll dann halt irgendwie schon ziemlich extrem sein. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da wirklich auch genauso extrem ist, wie eben sagt, weil es ergibt halt absolut Sinn. Es ergibt halt wirklich perfekt Sinn. Und ja. Genau, Gilde leveln wir schon ganz, ja, halb aktiv zumindest. Level 18, 10 von 18 Membern. Morgen kommen noch zwei dazu. Sind wir 12. Und by the way, ist übrigens noch jetzt Tag 2 erst. Also gestern war Launch. Um 18 Uhr, jetzt haben wir, heute haben wir jetzt 22:52 Uhr. Keine Ahnung, wann das Video kommt, aber nur, dass ihr so ein bisschen einen Überblick habt. Genau, Ringmaß wieder Level Up. Ich bin auch schon Level Up. 93 einfach. Könnten nicht auch den Gig da hinten, oder? Wobei, ein Gig ist eigentlich scheißegal. Es ist halt effektiv wirklich scheißegal. Könnten wir noch die anderen Gigs dann killen? Aber ja, effektiv. Was wir machen, ist halt eigentlich. Es ist egal. Ich meine, wir machen XP, wir leveln wie Sau. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Genau, Pina kommen auch rein. Und ich überlege gerade wirklich, ob wir vielleicht sogar noch Astria gehen zum Leveln. Ich glaube, wir gehen Astria einfach. Ich meine, wir sind halt Tank, also wir will uns ja was anhaben. Es ist doch irgendwie. Keine Ahnung, oder? Oh, sehe gerade nur ich das so? Hier ist doch nie jemand. Das Ding ist, mit jedem Level, was wir machen, sind wir eben, oder wir auch immer stärker. Und von dem her. Also allein halt bei Mammuts leveln zu können, ist halt einfach schon eigentlich ein Grund, das zu tun. Boah, ich kann mir überlegen, wenn unsere HP steigern ist aktuell nicht so arg. Ja, uns fehlt Schmuck, ja, uns fehlen Erweckungen und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie wir unser Set bauen. Ob wir auf Attack gehen oder HP auf das Suit, keine Ahnung. Das ist echt schwer zu sagen, irgendwie. Oh, hier ist tatsächlich jemand? Ist hier jemand aktiv? Warte mal, hier sind so wenig Maps. Okay, da ist jemand. Na, blöd. Dann gehen wir Channel 2. Aber schlau ist der einfach da farmt.
Okay, hier ist keiner. Wait, 15 Level. Fuck. Nein. Ich hab's verkackt. Ich hab's komplett verkackt. Ah, shit. Das war dumm. Das war echt dumm. Ich bin gedanklich schon bei den Mammuts und, ja. Nicht ganz die Wirklichkeit. Man spiegelt nicht ganz die Wirklichkeit wieder. Lol, random Brücke. Okay, 103 ist mehr als ausreichend. So, F-Tool. Follow, set, start. Ja, fuck. Warum sind die Skills schon wieder aus? What the fuck? Lol, der Damage. Hä, hey, warum waren die Buffs aus? Hä? Okay, das macht wirklich gerade null Sinn. Das noch für die Blockrate? Nein. Wo ist mein Pad? Da ist. Boah, hier ist das Pad. Okay, 9,7k Damage. Und unser Mann ja einfach gefühlt 0. Lol, hier sind Gigs. Das sind einfach Gigs, ernsthaft? Nice, Psyche bist ein neuer MVP. Das startet schon wirklich super. Okay, aber die Spawns sind das gar nicht so gut irgendwie, oder? Okay, wenn unsere AOE-Range ist einfach so groß, dass es effektiv irgendwie egal ist. Wie tanky ist der Gig? 2,2 Millionen, das ist irgendwie gar nicht mehr so stark. Ja, ist halt easy. Okay, wow, die XP. Die XP sind gut. Das war ein halbes Level oder so? Keine Ahnung. Jetzt ist dieses Instat-Ding wieder drin. What the fuck? Naja, egal. So, 95 auf alle Fälle. 105 müssen wir auf alle Fälle erreichen. Vorher macht es keinen Sinn, Sets zu farmen und so. Weil wir wollen natürlich dann direkt dann das richtige Set farmen. Komische Ansätze machen irgendwie relativ wenig Sinn. Ja, den könnte man auch fahren, wobei. Ne, wir sind noch zu schwach wahrscheinlich. Boah, wie wir leveln, das ist halt nicht mehr normal. Also, wir haben mit 3 Amtis an und so, das hat einiges und so, okay, aber es ist halt so weit entfernt vom Maximum. In jeder Hinsicht. Leute, es läuft nicht mehr der komische Ding da, der komische World Buff. Wir haben nicht mal einen World Buff an. Okay, ist ja komplett busted einfach. Sollen wir anmachen? Aber ich glaube, dann fühlt man sich nach Flaris, oder wie war das Ganze? Lucky, 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 lucky. World Buffs. Ja, dafür muss ich, oder? Kurz schauen. Gab es das nicht als Menü oder so? Donate Stony. Group Quests. Buffs vielleicht, oder? Anarchy Events? Nee. Server Buffs. Da werden die. Machen wir doch irgendwie sowas? Oder lohnt es gerade überhaupt? Ach, ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, scheiß drauf. Let's go. Falscher Skill. Es gibt bestimmt irgendein Spiel, das sich drüber freut. 12k Damage ist auch ziemlich nice. So, einfach nur mal zu schauen, was von den XP machbar ist. Und wenn wir noch immer nicht. Okay, jetzt haben wir sogar noch 2 Amtis an. Und trotzdem werden wir jetzt einfach ziemlich krass XP kriegen. So. 85 aktuell sind schon ein paar gestorben, leider.
90, 26. Lol. 2 Level-Ups. Holy shit. Ja, also, ich weiß es nicht so. Das Leveln, es geht viel zu schnell. Es geht alles viel zu schnell irgendwie. Also, wenn ich das balancen würde, ich würde es viel langsamer machen. Also, bei mir, ja. Also, so eine Levelgeschwindigkeit würde es mir nicht geben. Ich würde es auf ein Viertel von dem balancen. Vielleicht sogar weniger. Wahrscheinlich sogar weniger eher. Also, ja, es gibt halt die ganzen Dragon-Level und so weiter. Schon klar, und die dauern ewig und gefahren gibt es 200. Aber. Ja. Trotzdem ist es halt irgendwie. Keine Ahnung. Das ist Weapon-Level 46 schon. Ja, trotzdem ist es halt irgendwie echt alles ein bisschen too much irgendwie. Stellen wir vor, wir gehen jetzt zum Dramnok rein. Und wir sammeln die ganzen Mobs und killen die alle so. Das wäre komplett, das wäre krank. Was wir da jetzt an Geld farmen können. Na komm. Wir könnten dann eigentlich theoretisch sogar Aminos farmen oder so. Einfach, weil es halt machbar ist. Einfach, weil wir es könnten. Ja, ist einfach viel zu krass alles. Pat hat schon 42%. Was schickt die mir gerade? Okay. So, Winter Crusade. Boah, und jetzt geht's vor allem erst nach zu den Dingern, zu den zu Mammuts. Oh, Mammuts sind einfach so okay dann. Einfach noch größere Spawns, noch mehr XP. Ja, okay, also wahrscheinlich. Ja, wir können halt innerhalb von kürzester Zeit einfach 120 machen. Könnte auch direkt auf Master durchziehen, theoretisch. Oder das. Warum denken? Wir können einfach nachschauen. So. Der einzige Grund. Okay, es gibt mehrere Gründe. Feurigen Master. Follow. Es gibt mehrere Gründe. Natürlich Bloody Sets, wenn natürlich komplett insane einfach. Tramdog Master. So. Die Wand bringt 15 Int, 17 Cast, 10 Attack. Das ist ziemlich wenig. 15, 17, 10. 15, 17, 10. Okay, exakt der gleiche Effekt. 5, 7, 1 Attack. 5, 7, 1 Attack. Hä, es ist exakt die gleiche Wand. Okay. Die andere Wand schaut besser aus und so, aber das ist halt relativ egal. Sunpress. 19, 19, 16. 9% mehr Attack. Weniger Waffenattack, aber. Ich glaube, die hier ist besser, oder? 19, 19, 16, 5, 8, 5 Attack. Wie bringt der andere Wand? Ah, ne, 571. Wir kommen jetzt auf 700. Swampcade? Hä? Was ist das denn? Ach so, Leute, okay. Man kann sich jetzt direkt dahin porten. Das habe ich gar nicht gemerkt. Wow. Das ist aber nice. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich fahren wir einfach bloß die. Pad. Okay, da ist Pad. Gott, kurz runtergehen. Start. Wahrscheinlich fahren wir einfach dann Tramlock Master. Weil wir brauchen eh die Schmucksets und wollen eh Tramlock farmen für Geld und so. Kann man zweimal Tramlock farmen, ja, oder? Ja, doch. Vielleicht einen Tag auf Level 80 bleiben und hoffen, dass die Droprate dann irgendwie besser ist. Zwei Tage auf 80 bleiben, keine Ahnung.
Legendary Golden Wand. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ungünstig. Kann ich mich one-hitten? Nope. Okay. Lol, die XP. Lol, die XP einfach. Einfach zwei Level-Ups. Das ist halt übertrieben. Es ist komplett übertrieben einfach. Ja, also keine Ahnung, wie XP. Okay, kurzes AOE. So eine HP 86k, okay. Hit and Run funktioniert einfach genauso. Sogar fast besser. Und sicherer. Okay, Level Up 102. Ja, okay, easy. Oh, das ist einfach so dumm. Also wir leveln halt einfach gefühlt, selbst, also als Blade haben wir so schnell gelevelt mit gutem Equipment. Jetzt haben wir halt nicht mehr Equipment und wir leveln halt einfach trotzdem irre schnell. Also wir leveln eine Geschwindigkeit, die ist halt wirklich krank. Also genauso wie ich es mir vorgestellt habe, weil auf CW war schon so overpowered. Und ich glaube, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, weil erstens wird dafür gehatet, gewissermaßen auch zurecht, und ich will mir einfach damit selbst nerven wollen. Aber ich bin fast der Meinung, wir könnten übrigens auch das Ganze noch mehr beschleunigen, indem wir dem Skill AOEen. Macht ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube aber tatsächlich, dass es fürs Spiel, für den Server wäre es sinnvoll, wenn der Skill hier nur ein Skill zum Sammeln wäre. Ja, hatet mich dafür. Ist okay. Aber ich glaube, dass es fürs Balancing, für den Server und halt einfach für das Balancing zwischen den Klassen halt wirklich einfach sinnvoller wäre, weil ich meine, es ist halt im Prinzip ein Skill zum Einsammeln, so. Die Range ist riesig. Aber der Schaden ist eigentlich zu hoch. Und die ganzen Nachteile, die man halt sonst als AOE hat, dass man die erstmal hinkommen lassen muss und so. Weil Dragon 3 schon. Hier zum Beispiel muss man, okay, man muss dann auch nicht lang warten und so, aber normalerweise muss man ein bisschen warten und so, und ja. Das hat man halt so effektiv gar nicht. Ringmaß Level 90 einfach. Man kriegt einfach alle Mobs. Die Range einfach von dem Skill. Außer es wegen Posi-Bugs, also keine Ahnung. Da hinten 3, 4 Stück, vielleicht 3, vielleicht 4. Ja, okay, nur 3. Könnten wir dabei auch irgendwie. So. Einfach schon durchcasten. Ja, okay, es ist halt wirklich krank. Also ist offline wegen Wetter, genau. Okay, aber es ist echt witzig. Genau, Skills haben wir ganz lang gehabt und so. Das ist einfach gerade nur wegen, ja, aus Gründen. Is located? Was located, oder? Is located ist ja irgendwie falsche Zeitform. 18% Blockrate? Lol. Ich bin mir ganz sicher, auf welches Set das wir dann setzen. Das AOE-Set? Oder das 1-1-Set? Eigentlich, das Problem ist, man braucht eigentlich nur ein 1-1-Set. Oder wir gehen wirklich auf. Lieber umsetzen zum Leveln. Und ein extra Set bauen. Umstetten ist einfach. Eigentlich macht halt Umstetten mehr Sinn. Oder? Also gefühlt macht es mehr Sinn. Einfach ein Set
einfach umsetzen und dann gegebenenfalls halt ein STA-Pad oder so. Das ist wahrscheinlich halt wirklich sinnvoller. Boah. Level 105, nice. So, ich muss ab und zu ein bisschen AFK und so, ist aber jetzt nichts Schlimmes. Also kein Regen, wir haben jetzt 23.11 Uhr mittlerweile. Draußen 24,4 Grad. Es ist einfach bewölkt und die ganze warme Luft geht einfach nicht nach, also geht einfach nicht raus, weg, nach oben hin. Ah, ist echt nervig. Okay, jetzt haben wir noch ein Ampli an. Das Dragon Ball war komplett gewastet einfach. Es war halt in jeder Hinsicht einfach dumm. Wir schieben es auf die Wärme. Es war einfach zu warm zum Nachdenken und wenn es zu warm ist, kann man einfach nicht denken und man trifft falsche Entscheidungen und irgendwie sowas in der Art. Genau, also theoretisch, ne, oder wir leveln halt durch bis Masters direkt. Aber ich würde eigentlich jetzt eher erst ein bisschen, ja, die 105 Sets farmen und so. Das macht irgendwie jetzt mehr Sinn in meinen Augen. Weil müssen wir eh vor Master farmen, sonst sind es zu schwer, die Viecher, oder kommen wir nicht rein. Gut, Level 30er Dungeon, der ist halt effektiv egal, den macht man halt easy. Aber ja, irgendwie so eine Richtung. In die Richtung geht es auf alle Fälle. Die ganzen Drops einfach, what the fuck. Bin mal gespannt, wie viel XP das gleich gibt. Okay. Na komm. Und nicht ein ganzes Level ab. Oh. Ja, okay, also ist halt. Ist halt eh extrem. Was waren es jetzt 65% für so einen halben Spawn? Allein schon der Gearscore wieder steigt wegen dem Weapon-Level, ist brutal. 429 Gearscore. Nur von der Waffe. Schon krass irgendwie. Das war extrem close. Das war richtig close. Okay, Level up 107. Wie ist eine Kanni spawn? Der ist sogar okay, oder? Einigermaßen okay. Herrisch, ja, ich überlege gerade, okay, was ist Popcranks sonst in 107, oder? Beziehungsweise, naja, Caldera. Caldera ist ein ebenfalls ziemlich gutes Spawn. Da bei den Toadrien und so. Bin mir gar nicht sicher, ob die da mithalten können. Wobei, wir sind bei den 115. Das sind dann Caldera, die die Affen, oder? Oder die Affen. Und das sponsert eben riesig. Dann machen wir Doppelhits. Ja, dann will ich eher so 110 oder so sein ungefähr. Idealerweise zumindest. Naja, gut. Bis wir jetzt da sind, haben wir auch noch ein bisschen was vom Dragon Ball benutzt. Aber ja, die HP, sie reichen irgendwie nicht wirklich aktuell. Mit dem HP schaut es echt ein bisschen mau aus. Ich glaube, ich gehe wirklich erstmal wieder ein bisschen auf STR. Wobei, wir haben. Okay, wir haben jetzt 30% mehr HP.
Das andere Ding ist aus. Bullhamstern ist aus. Aber trotzdem ist es zu wenig. Ist echt zu wenig. Die ganzen Pops und so aus. Hergesehen, das ist halt echt zu wenig. Okay, Level Up. Ja, jeder erste A-Punkt bringt wirklich einiges. Okay, unser Inventar ist voll. Ja, wir gehen trotzdem schon mal nach Flares. Hä? Der andere kann wegporten und ich nicht? Komisch. Mann. da ist ein Händler. Okay, es war einiges an Geld. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Quick-Verkauf gibt für Set-Teile oder so. Keine Ahnung. Genau, dann. Ab nach Caldera. Wait, never mind. Wir gehen nach. Aminus. Aminus, 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 genau. Weniger Laufwege. Okay, wie schaut da das Spawn aus? 108er? Lol. Ja, stimmt. Wait. Stimmt, 108, 109? Ja. Nee, 110. 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Stimmt, die waren, ja. Ist komisch, dass ein Charakter, der folgt, immer Posi-Bugs kriegt, also die Mobs laden nicht mehr. Oder es leider generell nichts mehr. Und dann bricht der Follower irgendwann ab, weil er halt irgendwie, ja, einen Posi-Bug hat. Ist ganz eigenartig. Okay, 111, wir sind 108 aktuell. Ja, ein bisschen zu niedrig. Andererseits, unsere AP sind relativ low. Sehr low. Wahrscheinlich Range-Attacks. Ja, gehen wir da hin. Was macht denn Damage? Na. Gar nicht so wenig. Vor allem, wenn er crittet. Ah, fuck, Power-Ups gleich aus. Die macht richtig gut Damage. Oh, oh. Oh shit, der Mann von denen ist aber echt ziemlich stark. Oh, fuck. Warum geht's auf den Ringmaster? What the fuck? Das selbe Ringmaster-Akkus? Okay, wahrscheinlich, weil er halt irgendwie eine Party war. Ja, okay, dann beenden wir Level-Session einfach. Naja, egal. Level 10er Waffe noch, okay. Genau, mach schon offscreen den komischen Schmuck-Dungeon, der dauert wahrscheinlich eh wieder ewig und später dann den Set-Dungeon. Vielleicht onscreen.